Und damit, ja, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Donkey Kong Country Returns. Wir kommen direkt zu 5B Mango Ruby Ruin, das Bosslevel der fünften Welt, obviously. Und ich bin mal wie immer unfassbar gehypt auf heute. Ich habe mega Bock. Wir starten direkt rein. Wir haben keinen Diddy, das ist immer gut zum Anfang eines Levels, aber wir kriegen den ja hier und wir steppen direkt rein. Das ist der Geist, der Elektro-Donkey-Kong-Wiggler. Oh, ich muss die wirklich schlagen? Okay, bitte halten Sie Abstand. Ich habe Angst vor Ihnen. Bitte gehen Sie weg von mir. Kann der hier lang? Lauf, lauf, lauf. Da hoch muss ich sowieso. Gegengesetzte Richtung. Hau doch. Oh, boy, das war close. Okay, haben wir. Muss ich jetzt auf ihn draufspringen, weil er nicht mehr Elektro ist? Ich weiß es nicht. Bleiben Sie stehen. Ja, scheinbar. Okay, bam. Nächster Treffer, let's go. Sehr, sehr wichtig. Wir müssen wieder nach unten. Oh, er ist hyperschnell auf einmal. Kurz Barry Allen geworden, der Kollege. No! Haben wir, komm. Bleib doch stehen jetzt, bitte. Als ob das wieder aufgehen kann. Ah, was ein Scam. Ich war sowas von da drauf. Was ein Scam. Das war's schon? Irgendwie war's auch enttäuschend. Es war zwar übelst das Scam, dass ich dem kein Damage machen konnte, aber es war trotzdem zu einfach. Das war es wirklich schon. LOL? Bam! Da hauen wir ihn aber auch komplett aus der Welt raus, Guys. Und damit steppen wir auch schon direkt in die sechste Welt, right? Ganz genau. Okay. 6-1 Sticky Situation. Das sieht so nach so Ruinen und antik archäologisch und so einem Stuff aus. Da ist ein Dino-Skelett, das ist auch cool. Oh boy. Wieso sind da Dino-Köpfe? Gibt es Dinos in dem Game? Ah, da ist, glaube ich, nichts. Okay. Es gibt wirklich Dinos in dem Spiel. Oh! Boy, hello. Und es gibt auch Cars, die ich einsammeln möchte. Wer bist du? Oh mein Gott. Du bist ein bisschen mehr, als ich dachte. Die brauchen alle zwei Treffer. Okay. No, wir sind in den Matsch gefallen. Ich kann nicht springen. Okay, wir sind wieder befreit. Nenne ich es jetzt einfach mal. Boy, ist das close alles hier. Und Checkpoint. Zu wichtig. Warum kann der auf einmal Feuer spucken? Hallo? Boy, wir sind aber oben drauf gelandet. Alles clean. Alles clean, so wie gesäuberte Toiletten. Okay, müssen wir einfach ein bisschen hochspringen. Und wir gehen in den Hals dieses Riesendinos, rollen euch um und feuern uns weiter. Hier links gibt's noch safe was. Das war schon sehr sus. LOL? Ja, warum nicht ein Puzzleteil mitnehmen? Double Jump, damit er down ist. Und hier rüber, bam, er braucht auch einen... Nee, er braucht keinen doppelten, weil er runterfällt. Zack, zack. Ob wir das Fass da oben brauchen? Ich hoffe doch. Aua, danke schön. Wow, super. Du bist tot. Gibt's hier was? Nö. Wie komme ich nach da unten? Oh, ich weiß wie. Oh, ich... Was ist er denn respawned? What the hell? Okay, das O haben wir. Und wir gehen weiter. Hallo? Was bitte ist gerade passiert? Wie auch immer, wir haben es jetzt geschafft. Das ist schön. Okay, das sind die einfacheren Sachen. Oh, boy. Oh, da sind so Urzeitkrebse. Davon hatte ich mal welche in so einem komischen Baukasten. Ich habe nur... Och nein, ich bin gleich tot. Bitte nicht. Sehr, sehr close, das Ganze hier. Was war da oben? Ich habe mich genau gesehen da. Da kann man rein? Ich habe mir irgendwie nicht so viele Gedanken dabei gemacht, wie ich den Ballon sammeln soll. Man hat's gemerkt. Aber apropos Ballon, da ist schon wieder einer. Da ist das O. Da ist der Tod. What the hell? Okay, haben wir. Wir werden sterben.
Wir leben. Oh, wir haben es. Na, ich habe nur noch ein Herz, bitte. Doch, ich muss das so hindrehen, dass ich nach oben komme. Okay. Oh, es hat geklappt. Das war so ein schlimmes Level. Das war so ein ganz, ganz schlimmes Level. Oh, weil ich die Hälfte der Zeit nur ein Herz hatte. Oh, ich hasse die Welt jetzt schon. Aber es gibt Dinosaurier, das ist eigentlich ganz cool. Aber ich hasse die Welt jetzt schon. Prehistoric Path ist das nächste Level, in das wir reinschauen. Let's go. Wer wohnt denn da an? Das ganz viel mehr. Das war überhaupt nicht lustig. Ich fand's lustig, das reicht. Okay, wir ballern hier ein bisschen und wir steppen direkt los. Jetzt sinkt der Stuff auch noch ab. Das ist nicht euer Ernst, dass das sinkt. Das ist ein Loren-Level. Herzlich willkommen zum Loren-Level. Oh boy, das wird heavy, das wird heavy. Das wird komplette Hölle. What the hell? Okay, haben wir. Boah, einfach die ganze Zeit geduckt bleiben. Da haben wir das O verpasst. Let's go. Nee, das mache ich nochmal. Lol, da oben wäre Puzzleteil gewesen, wie random. Oh mein Gott, ist das close. Ist das close. Boah, bitte. Okay, wir sind gut dabei. Komm, bitte. Ja. Sehr schön, sehr schön. Checkpoint sehr, sehr wichtig. Buchstaben. What the hell? Hier nicht springen. Let's go. Wo ist Ziel? Bitte, ich brauche Ziel. Was passiert schon wieder? No way. No way. Aber wir können strategisch machen. Ich hasse mein Leben. Nein, nicht noch einer. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Spring doch. Er atmet tief durch. Oh mein Gott, das ist wieder so ein kreatives Level. Das ist wieder so schwer. Ich liebe es. Oh boy, kommen wir direkt zum nächsten. Whitey Way heißt das nächste Level. Meine Erwartungen an die Level steigen gerade tatsächlich ein bisschen, weil ich das Loren-Level... Ich fand es schwer, ja, aber es war schon awesome. Und deswegen habe ich umso mehr Bock. Was ist die Musik hier? Oh, wir kriegen nach 8 Jahren Didi zurück. Das ist schön. Oh ne, wir müssen erst den Kollegen hier wegmachen. Dann zurück, damit wir oben an das K kommen. Oh boy, hier bricht alles auch noch zusammen. What the hell? Das hier bricht wieder ein, da müssen wir aufpassen. Hier können wir pusten. Ein Herz nehme ich sehr, sehr gerne mit. Okay, wir werden einfach nach oben gefeuert. Das ist schön. Checkpoint. Das nehme ich doch gerne mit. Kann ich dich auspusten? Ja, kann ich. Oh mein Gott. Bitte hören Sie auf zu existieren. Ich will nicht mehr. Warum sind die Level so? Warum sind die Level so? Was ist das hier schon wieder? Halt dich fest. Okay, wir schießen uns weiter. Ah, Checkpoint. Sehr, sehr wichtig. Okay, was passiert? Der Buchstabe ist ein Background gewesen. Let's go. So können wir in den Background. Und so kommen wir zum N. Und da wären wir auch schon wieder vorne. Ich habe so Angst vor diesem Level. Ich habe so Angst vor diesem Level. Ich habe so Angst vor diesem Level. Trampolin und da rein. Let's go, wir schießen uns wieder hoch. Checkpoints schmecken so gut. Wir müssen den Stone kaputt machen und dann hier runterfahren. Ich bin so froh, dass wir fliegen können. Okay, wir müssen tatsächlich ein bisschen durchatmen. Ganz entspannter Rhino hier hoch. Ich bin gerade so unfassbar konzentriert, es tut mir so leid. Aber das Level ist echt heavy. Da oben ist das G. Ich bin so smart. Ich halte mich fest. No way. Das war die Überperformance, Guys.
Wenn ihr von diesem krassen Skill nichts verpassen wollt, dann lasst ihr jetzt hier ein Abo da. Das war einfach komplett geisteskrank. Und über ein Like würde ich mich natürlich auch freuen. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Level. Let's go. Und mit dem Schlüssel können wir wie jedes Mal ein Secret Level freischalten. Und was das Secret Level ist, sehen wir beim nächsten Mal, Guys. Wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wie wir Mario Bros. Wonder spielen, checkt dieses Video aus. Und sonst lasst einfach ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, Leute.